Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge meines Let's Plays vom LS17 auf der Hof Bergmann. Ja, die Nacht war kurz. Es ist ja in der letzten Folge doch recht spät geworden. Bin auch schon eine ganze Weile wieder auf den Beinen. Hilft ja alles nichts. Muss alles gemacht werden. Die Arbeit macht sich nicht von allein. Ihr seht, die Butterproduktion läuft auf Hochtouren. Ich habe hier auch schon wieder einen kleinen Vorrat. Ja, ich muss ja auch diversen Bestellungen nachkommen. Die möchte ich natürlich alle gern zeitnah und pünktlichst erfüllen. So, hier können wir auch schon wieder für Milchnachschub sorgen. Heute eine Premiere. Ihr werdet heute Zeugen eines quasi epochalen Ereignisses. Ich werde mein Palettenherstellungs Singlehopperchen einweihen. Das allererste Mal, ich habe es noch nicht ausprobiert. Als ich den Hof hier bezogen habe, habe ich das Teil einfach nur ja unter so ein Vordach gestellt und seitdem steht es auch da. Und jetzt dachte ich, jetzt ist es endlich soweit. Wir holen es raus und probieren das mal aus. Ich dachte, wir machen das mit Schweinefutter. Die Produktion da läuft ganz gut. Ich habe jetzt vorhin auch schon wieder Wasser, Kartoffeln und Schrot nachgefüllt. Hier ist der Haufen davon. Das Endergebnis. Nein, das ist kein Malheur. Das habe ich jetzt absichtlich mal hier abgekippt, weil ich das ja zum Palettenmachen irgendwie in die Maschine reinschaufeln muss, glaube ich. Das Saatgut lassen wir mal alles so, wie es ist. Es ist ja ziemlich voll. Ja, also wir haben 10.000 Liter, das reicht eine ganze Weile. Das Saatgut werde ich jetzt auch mal da drin lassen, weil ich habe festgestellt, man kann hier einmal frei mit der Sämaschine drunter fahren. Die Sämaschine wird dann befüllt, das passt so. Ich wüsste jetzt auf Anhieb gar nicht, wo ich die Paletten hinstellen sollte. Ja, die Produktion hier läuft Gott sei Dank auch auf Hochtouren. Alles wunderbar, alles noch voll. Fast, oh Gott, Getreideschrot, nur noch 10%. Ja, das darf natürlich nicht abreißen. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist wieder ein Säckchen voll. Also es ist hier immer gut zu tun. Ich mag das. Da wird es nie langweilig hier, wenn man die Produktion mal alle am Laufen hat. So wie hier. Um Schrot kümmern, Butter machen, die Apfelkisten müssen wir dann nachher nur wegfahren. Und so weiter und so weiter. Also genug zu tun. Mein Eierkarton war auch voll, den habe ich jetzt einfach mal aus dem Gehege rausgenommen, haben vorn dran gestellt. Oh, ein kleines Licht an. Das Wetter heute ist noch ein bisschen nebelig. Also dafür, dass es schon 7:30 ist, könnte langsam mal die Sonne rauskommen. Aber ja, was will man machen? Wir haben April. April, April, der macht, was er will. Aber man kann ja auch immer nach der alten Bauernregel gehen, die kennt ihr ja bestimmt. Wiehert das Pony hoch auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Und da ist auch schon das gute Stück. Mein Paletten, Dingelhopperchen, Palettenbefüllungs, was auch immer, Fliegel, hast nicht gesehen. Ich werde dann nachher die genaue Bezeichnung werde ich noch auf jeden Fall irgendwo reinpacken, vielleicht in der Videotitel mal gucken. Weil ich glaube, die wenigsten können mit Paletten, Dingelhopperchen irgendwas anfangen. So. Was kann denn das Ding? Ich weiß, man kann einsteigen. Und irgendwo war was zum Aufklappen, glaube ich. Ging da nicht immer so Klappe oder sowas auf? Oder habe ich mich da. Hier musst du irgendwas essen. Oh, guck mal, da stellt man sich an das Bedienpanel da dran. Ah, okay. Also. Können wir den hier stehen lassen oder steht der blöd? Ne, hier steht der ein bisschen blöd. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Ach, aussteigen mit E? Ah, das war die Klappe, genau.
Also wenn das nicht cool gemacht ist, da weiß ich auch nicht. Jetzt fahren wir mal ein bisschen geschickter hier dran. Das gefällt mir ja schon mal. Wie fahren wir denn dran? Ich weiß ja gar nicht, wo man das einfüllt. Oben vielleicht? Und dann so dahin. Also ich dachte, jetzt einen Schlepper muss ich dran lassen, aber das... Der scheint ja ein eigener... Der wird gar nicht über den Schlepper antrieben, oder? Oder doch? Ich lasse ihn jetzt einfach mal dran und ich lasse den Schlepper laufen. Kann ich jetzt auch nicht sagen, was ist das? Ist das was zum... Nö. Das ist ja nicht zum Antreiben, oder? Das ist ja bloß die... Das ist die Anhängekupplung da. Ich habe keine Ahnung. Wir lassen es so, wie es ist. Wird schon passen so. Also, einsteigen. Motor starten. Ah. Fliegel PFS 16.000 anschalten. Schalten. Oh, bitte hänge erst die Zugmaschine ab. Aha. Okay. So, absteigen. Alles klar. Machen wir glatt. Abkoppeln. So. Zugmaschine kommt weg. Kurze Pause für den Pink Princess Bomber. So. Einsteigen. Anschalten. Huh. So, was haben wir jetzt hier alles? Abschalten wollen wir nicht. Palettenschieber ausfahren. Was passiert hier? Oh. Ah. I. O. U. A. Automatikmodus einschalten. Palettenschieber. Machen wir auch mal. Automatikmodus. Palettenerstellung einschalten. I. Ist hier noch irgendwas zum Aufklappen? Oder wo muss... Ah, nee, da muss das rein. Bestimmt auf das Förderband hier. Und dann bastelt der mir da draußen eine Palette, hoffe ich. Also. Aussteigen. Das bleibt ja hoffentlich alles an. Coole Sache, das. Gut, dann werden wir gleich mal ein Schüppchen Schweinefutter reinschmeißen. Ein Schäufelchen. Ach, ist das alles aufregend. Mein noch jungfräuliches Palettendingelhopperchen hat gleich sein erstes Mal und ihr dürft dabei sein. So, vorsichtig. Ja, so kann es gehen. So, jetzt gucken wir mal, was da hinten passiert. Oh! Da. Ah, das wird jetzt in so Big Bags eingefüllt und dann... Was macht der dann? Fuddelt der dann so eine Palette drumherum oder so ein... So ein Gestell, so ein Gestänge? Hier gibt es bestimmt auch irgendwie einen Füllstand. Ne, Füllstandanzeige haben wir keine. Okay, also er verarbeitet es noch. Was piept? Es piept. Palette voll. Also Sack voll. Oh, oh, oh Gott. Ich glaube, er war leicht verstopft. Naja, das erste Mal ist ja immer ein bisschen hakelig. Verzeihung. Ah, jetzt macht er gleich die zweite. Ja, Objekt zu schwer. Das ist mir schon irgendwo klar. Gut. Dann schaufeln wir gleich mal nach. Während der nur am Verarbeiten ist. Oh, ich glaube, das Teil werde ich oft benutzen. Das macht ja richtig Laune.
Also ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass man da dabei bleiben muss. Im Gegenteil. Das ist doch super. Wenn man sonst irgendwas macht, wenn man Brennholz macht oder sowas, dann muss ich auch dabei bleiben, weil die Maschine befüllt sich ja auch nicht von allein. Können wir mal? Das macht mir jetzt gerade richtig Spaß, könnt ihr glauben oder nicht? Ist ja ein tolles Ding. Und vor allem, was ich da so gelesen habe, da kann man ja alles Mögliche kann man da einfüllen. Ah, jetzt piept er wieder. Okay, der schiebt also die selber hinten raus. Das ist schon mal gut. Dann braucht man da nicht dauernd die irgendwie gleich wegfahren oder wegschieben. Sehr genial gemacht. Also ich kann jetzt mal gucken. Ich hoffe, ich finde es jetzt. Wo würde denn das sein? Bei Paletten? Nee. Diverses. Ja. Palettenbefüllanlage. Den zum Erzeugen von Paletten kann mit Feststoffen, Flüssigkeiten oder Gasen befüllt werden. Okay. Also der scheint ja. Was nimmt denn der alles? Was kann man denn hier für Paletten machen? Kartoffeln, Zuckerrüben, Milch, glaube ich, ist es. Saatgut, Dünger, Schweinefutter. Was sind das? Hackschnitzel? Ja, ich glaube Hackschnitzel, oder? Silage, Heustroh, Gras. Mist und Sojabohnen. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das eröffnet einem natürlich auch ganz neue Lagermöglichkeiten. Sehr, sehr coole Idee. Und da schiebt er die nächste raus. Also, das ist ja mega. Die kann ich mir jetzt irgendwo lagern. Die kann man sich schön hinstellen. Wenn es zu viel werden, einen Teil davon verkaufen. Das ist ja richtig cool. Ich glaube, ich mache das mit dem Saatgut doch. Vor allem da bei der Saatgutproduktion ist ja eigentlich genügend Platz. Da könnte man die schön an die Ecke stellen. Oder vielleicht hier, wenn hier mal die. Ja, ich sehe es schon vor mir. Hier, wenn mal die Ballen raus sind. Da könnte man die vielleicht auch hier stapeln. Einmal Schweinefutter, einmal Saatgut. Ob der wohl immer solche so Big Bags macht? Mit dem Gestänge oben drauf? Werden wir auf jeden Fall alles ausprobieren. Also wir werden auch mal Milch reinfüllen und Biogas, wenn wir denn mal welches haben. Möchte ich alles sehen. Das probieren wir alles aus. So. Okay. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was der mit dem Rest macht. Das ist ja wohl so ein Standard, oder? So eine Standardpalette ist das. Wie viel ist denn da drin? 1000. Schätze ich mal, da wird der auch immer tausend. Oh, ganz schön hoch hier. Verzeihung. Der wird da immer 1000 reinmachen. Also, das ist richtig cool. Der zieht sich jetzt das da übers Förderband rein. Füllt es da unten in die Big Bags ab. Und der schiebt sie auch nur weiter.
Aber es ist dann natürlich die Frage, wo stelle ich die erstmal hin? Eigentlich wollte ich sie verkaufen. Weil Nachschub produziere ich ja gerade genug und ich habe jetzt auch nicht so extrem viel Schweine, dass ich so einen wahnsinnigen Futtervorrat bräuchte. Wobei, man könnte es eigentlich auch hier... Nee, das... Dann lieber hier... Ballenlager vielleicht? Naja, also die Ballen müssen auf jeden Fall wieder unter ein Dach. Vielleicht hier dann die Heuballen und hier die... Aber bei euch, weiß ich nicht, macht man denn überhaupt so viel Ballen? Das werden wir alles sehen. Weil hier haben wir ja auch noch super Lagermöglichkeit für die Ballen. Platz auf jeden Fall haben wir mehr als genug. Ich muss mich nur entscheiden, wo ich was hinmache. Aber die verkaufe ich jetzt. Nein, die bleiben. Die ersten selbstproduzierten Big Packs. Nein. Werden wir schön alle selber verfüttern. Jetzt hat er hier... Ah, der ist auch voll. Was macht er dann mit dem Rest, wenn es nicht genau aufgeht? Ja, jetzt haben wir ja gerade den voll. Oder? Das sind jetzt 984... Huch, ich bin einfach zu klein. 984 Liter waren es verbleibend. Jetzt gucken wir mal, ob er trotzdem einen ganzen Big Bag draus macht. Okay, da steht's jetzt. Das Ding oben ist leer. Oder kann man den vielleicht auswerfen, wenn der nicht ganz voll ist? Mal einsteigen. Was haben wir denn erstmal? Also können abschalten. Den Automatikmodus, den lassen wir. Den Palettenschieber, das soll er schon automatisch machen. Palettenerstellung ausschalten. Also ich denke mal, der hier ist nicht ganz voll. Was passiert, wenn ich jetzt die Palettenerstellung ausschalte? Schiebt der den dann? Also jetzt passiert mal nichts. Er schiebt ihn noch nicht raus. Der wird doch jetzt da unten nicht so hänger bleiben, oder? Ist vielleicht ein bisschen schwierig, da mit der Schaufel da genau 1000 Liter nachzukippen, oder so viel nachzukippen, dass genau 1000 Liter sind. Ich denke mal, da wird immer ein kleiner Rest drin bleiben. Und was passiert mit dem? Vielleicht abschalten mal. Abschalten. Ach so, Moment, wir können ja umstellen auf manuell, auf den, also den Palettenschieber kann man ausmachen. Und umstellen von Automatik auf manuell. Dann machen wir das mal. Automatikmodus ausschalten, Palettenschieber. Ja. Palettenschieber ausfahren. Jawohl. Tatsächlich. Okay. Also wenn der Rest drin bleibt, einfach nur umstellen auf manuell. Und das mit dem Palettenschieber einfach rausschieben. Dann ist die Maschine wieder leer. Und bereit für was Neues. So, jetzt haben wir den Palettenschieber wie der... Hallo? Nein, halt, einschalten. manuell, Palettenschieber einfahren. Kann mir direkt vorstellen, wie es nur da steht und haut da so auf die Tasten rum, bis sich irgendwas bewegt, was sich auch bewegen soll. Okay, also, den Automatikmodus lassen wir eingeschaltet fürs nächste Mal. Palettenerstellung ausschalten brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir brauchen jetzt bloß die Maschine abschalten. Jetzt macht er zu. Motor stoppen. Und aussteigen. Mega geniales Teil. Also mir macht es riesig Spaß. Wie gesagt, ich werde es definitiv jetzt öfter benutzen. Allerdings muss ich jetzt gucken, dass ich die hier irgendwie weggeräumt kriege. Tue ich euch jetzt aber nicht an. Außerdem kann ich immer so schlecht, wenn ihr mal guckt. Gut, ich würde sagen, für diese Folge kommen wir zum Ende. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin wie immer eine gute Zeit und sage tschüss.